kurz ein bisschen was hier über den Namen Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari. Das Wort al-Ash'ari kam schon mal vor bei uns in der Lesung der Riyad al-Salihin. Ja, Abu Musa al-Ash'ari. Und jetzt haben wir hier Abu Malik al-Ash'ari. Es gibt unter den Sahaba drei Personen, die diesen Namen haben. Nicht den Namen al-Ash'ari, sondern den Namen Abu Malik al-Ash'ari. Und die hier genannte Person, Abu Malik, ist ihre Kunya. Ihr Name, sagt er, ist al-Harith ibn Asim. In der Realität gibt es über seinen Namen sehr viel Unklarheit. Und das liegt daran, dass manche Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam eher bekannt waren mit ihrer Kunya. Bei manchen Menschen nimmt die Kunya die Stellung ihres Namens an. Man kennt ihn gar nicht mit seinem Namen, man kennt ihn nur mit Abu so und so. Diese Person hier war wahrscheinlich auch bekannt mit seiner Kunya und sein Name ist in Vergessenheit geraten. Deswegen gibt es, ich glaube, circa 10 Aussagen über seinen wirklichen Namen. Dann haben wir aber noch zwei andere Personen, die so heißen. Der eine wäre Al-Harith ibn Al-Harith, der heißt auch Abu Malik Al-Ash'ari. Der andere ist Ka'b ibn Asim, der heißt auch Abu Malik Al-Ash'ari. Abu Malik, der hier im genannten Hadith, gehört zu den Ash'ariyun, also er ist vom Stamm, von dem auch Abu Musa Al-Ash'ari ist. Und er ist in der Khilafa von Umar radiallahu anhu gestorben, an der Pest. In der Zeit von Umar gab es eine große Pest. Wie hieß sie nochmal? Ta'un Amwas. Die fand in der Khilafa von Umar radiallahu anhu statt. Und das war eine verheerende Pest. Darin sind einige der Sahaba umgekommen, unter anderem der hier genannte Mann, Abu Malik al-Ash'ari. Am gleichen Tag ist auch Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, Abu Ubaidah und andere gestorben. Der genannte Mann hier, Abu Malik, hat nicht sehr viele Ahadith berichtet. Ich glaube, es gibt ungefähr 20 Ahadith, die auf ihn zurückgeführt werden. Selbst in den Sahihain, in den Sahih Muslim gibt es nur zwei Ahadith von ihm. Einmal den hier genannten Hadith, und damit beginnt Imam Muslim das Kitab al-Tahara in seinem Sahih-Werk. Und dann gibt es noch einen anderen Hadith, in dem der Prophet sagte, Arba'un fi ummati min amri al-Jahiliyya. Vier Angelegenheiten in meiner Umma, das heißt, sie sind existent und bleiben in ihr, gehören der Jahiliyya zu. Gehören der Jahiliyya zu. Und dann nannte er diese vier Angelegenheiten. Bei Bukhari gibt es einen Hadith, aber nur mit Zweifel. Das heißt, der Rawi sagt, dass es Abu Malik al-Ash'ari war oder eine andere Person. Ich weiß nicht mal, wen er da genannt hat. Ja. In den Sunan, in den restlichen vier Sunan gibt es aber gibt es einige Berichte von dem genannten Mann.